Der goldene Oktober der Bayern geht nahtlos über in den goldenen November. Für den deutschen Rekordmeister, es läuft einfach in der Champions League und in der Bundesliga. 13. Spieltag und die Tabellenspitze über Nacht zumindest bis Union Berlin in Leverkusen ran muss auch wieder zurückerobert. Und damit ganz herzlich willkommen zum Bayern Insider mit diesen Themen. Vorstandsboss Oliver Kahn, ein Mann mit Mut und Zielen. Er wurde mit einem renommierten Wirtschaftspreis in Berlin ausgezeichnet und wir haben ihn im Anschluss gesprochen. Ja, und er ist mit dafür verantwortlich, dass es aktuell beim deutschen Rekordmeister so läuft, wie es läuft. Erik-Maxim Choupo-Moting, 14 Pflichtspiele, 10 Treffer, 7. Pflichtspieltor in Folge und auch gegen Hertha gab es einen Doppelpack. Was macht diesen Mann so wichtig auf einmal für den FC Bayern? Darüber reden wir hier und zwar mit Heiko Niederer hier bei uns im Studio. Schön, dass du da bist. Servus, hallo. Also, wir wollen gleich mal einsteigen mit Choupo-Moting, bei dem läuft es einfach, er trifft und trifft. Und positive Nachricht für die Bayern auch, Manuel Neuer ist wieder zurück. Also besser geht es eigentlich gar nicht, oder? Oder gibt es irgendetwas, was man aktuell kritisieren kann bei Bayern? Nee, wirklich wenig. Also beim Spiel gestern, vielleicht, dass es ein bisschen spannend geworden ist, das hatten die Spieler und Trainer auch ein bisschen kritisiert, aber eigentlich läuft es wirklich. Und es läuft seit dieser Szene von Oliver Kahn in Dortmund, an die wir uns alle noch erinnern, der Vulkanausbruch, seitdem alle Spiele gewonnen. Als er da fast vom Stuhl gefallen war, ne? Beim Last-Minute-Treffer der Dortmunder. Seitdem alle Spiele gewonnen und es läuft. Also die Spieler haben sich anscheinend zu Herzen genommen und wollen den Vulkanausbruch nicht nochmal haben. Deswegen alles gewonnen, alles läuft. Eine bessere Metapher hätte man sich nicht ausmalen können, Heiko. So, gerade aber ein toughes Programm für die Bayern. Champions League, Bundesliga, englische Woche, Bundesliga und dann steht die WM vor der Tür. Wie man das mit der Belastung so hinbekommt, was sagt denn eigentlich Julian Nagelsmann, der Trainer der Bayern, dazu? Wir müssen im Verein die Punkte sammeln. Klar, du hast immer Belastungssteuerungsthemen das ganze Jahr, das ist ganz normal. Aber den Spielplan mache ja nicht ich. Also müssen wir mit den Dingen, die da kommen, umgehen. Ich habe schon oft gesagt, man muss einfach immer überlegen, wie viele Spiele man haben möchte, zu Kosten der Qualität und der Gesundheit, ist ganz normal. Du musst irgendwie immer gucken, das gut zu handeln. Wie gesagt, so ein Geläuf wie hier ist jetzt nicht gerade gesundheitsfördernd. Ja, deswegen, wir versuchen immer so zu steuern, dass alle Spieler möglichst gesund durchkommen. Sorgen Sie sich da um die Gesundheit oder um Überbelastung bei den Spielern, wenn es so viel wird? Weil die haben ja sicherlich auch die WM schon im Hinterkopf. Und ja, die haben keine WM im Hinterkopf, sie wollen gewinnen, immer. Man hat immer Sorge, dass seine Spieler sich verletzen, das ist ganz normal. Aber es ist halt auch ein Kontaktsport, das gehört auch dazu. Apropos Gesundheit der Spieler. Manuel Neuer war verletzt. Man hatte ihn frühestens im Spiel gegen Bremen wieder erwartet. Jetzt stand er doch gegen Hertha, überraschend, von Beginn an im Tor. Wieso kam das plötzlich doch früher als gedacht? Ja, er will natürlich jetzt vor der WM noch mal ein bisschen in den Rhythmus kommen. Er will ein paar Spiele machen, damit er nicht direkt bei der WM erst einsteigen muss. Aber er hat auch ganz klar gesagt, es war kein Risiko mehr. Er hat jetzt ein paar Spiele ausgesetzt, auch weil Sven Ulreich ihn gut vertreten hat. Er konnte sich ein bisschen ausruhen und er hat halt den Moment abgewartet, wo die Schulterschmerzen nicht mehr da sind. Und von daher, glaube ich, war das jetzt wahrscheinlich für ihn der richtige Zeitpunkt. Ging dann plötzlich doch ein bisschen schneller als gedacht, aber hat ja geklappt. War das explizit auch sein eigener Wunsch, noch früher einzusteigen? Ja, also es haben ja alle immer gesagt, er entscheidet das selber und er hat für sich entschieden, Schmerzen sind nicht mehr da, er kann spielen, also von daher war das sein Wunsch und es hat geklappt, ja. Julian Nagelsmann, der macht sich dahingehend auch keine Sorgen und weiß, dass Manuel Neuer das selbst ganz gut einschätzen kann. Ja, mir geht's gut, sonst würde ich auch nicht auf dem Platz stehen, ich habe heute nichts riskiert. Der Ulla hat es auch super gemacht und da war ja auch immer Verlass drauf gewesen. Dementsprechend wollten wir jetzt auch nicht zu früh beginnen und ich war auch sofort im Spiel gewesen und es hat alles gut funktioniert und ich habe jetzt keine Probleme. Wenn was passiert, dann wird es, glaube ich, auch ohne Vorverletzung passieren. Und wichtig ist natürlich, dass ich sofort auch am Anfang da gewesen bin in der 4. Minute. Wenn es ein Spiel wird, wo ich erst in der zweiten Halbzeit gefordert bin, irgendwie 70. 80. Minute, das ist dann, glaube ich, ein bisschen eklig für mich, weil ich jetzt auch etwas länger raus gewesen bin. Aber so war ich sofort im Spiel. Klar hat er in Anführungszeichen nur eine Schulterverletzung. Manu ist extrem erfahren, hat unfassbar viele Spiele, ist der beste Torwart der Welt. Ich hatte jetzt keine Bedenken, ehrlich gesagt. Manu ist Manu, der nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes eine große Rolle für uns, für die Nationalmannschaft hat. Und dem sind wir alle froh, dass er wieder auf dem Platz steht. Ja, vor allem ganz Fußball-Deutschland ist froh mit Hinblick auf die WM, dass Manuel Neuer scheinbar wieder fit ist. Dennoch hatte ich persönlich das Gefühl, als ich das Spiel gegen die Hertha gesehen habe, bei dem Anschlusstreffer der Hertha beim 3:1 nämlich, hat Manuel Neuer
da seine Schulter ein Stück weit geschont, weil er den Arm nicht richtig ausgestreckt hat beim Gegentreffer? Ja, hat das noch mit der Verletzung zu tun? Also man konnte das vielleicht ein bisschen so deuten. Wir haben da gestern auch lange drüber diskutiert. Hätte er den gehalten? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Er war einfach aus zu kurzer Distanz der Ball und zu hart. Er hat das dann gemerkt, da kommt er nicht ran. Deshalb die Hände auch nicht mehr hochgenommen. Also schont er sich eventuell doch? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wenn er gewusst hätte, er kann den halten, hätte er alles gemacht, um den zu halten. War zu hart, zu kurze Distanz, da konnte er nichts machen. Ich glaube nicht, dass er sich schon, er hat sich ja auch vorher in 2, 3 Szenen wirklich geworfen auf den Boden. Also das war, hat er ja auch gesagt, das war wichtig für ihn, dass er da reinkommt ins Spiel und er wollte sich nicht schonen. Und von daher glaube ich eher Interpretationen, aber ich glaube, das ist, war jetzt kein Problem bei dem Tor. Wie schätzt du Manuel Neuer ein? Übernimmt er sich vielleicht mit seinem Ehrgeiz und riskiert, weil er zu ungeduldig ist, da zu früh eingestiegen zu sein? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also er ist sehr ehrgeizig, das wissen wir. Und ich glaube, die WM steht bei ihm auch über allem. Da würde er zur Not wahrscheinlich auch mit Schmerzmitteln spielen. Aber man hat es gestern gemerkt, er ist einfach sehr, sehr froh, dass er jetzt wieder da ist, dass er noch vor der WM in Ruhe einsteigen kann. Ehrgeiz ja, aber ich glaube nicht übertrieben. Also ich glaube, er weiß auch, er hat schon ein paar Verletzungen gehabt, dass er da jetzt nicht zu viel riskiert. Verletzungssorgen von Manuel Neuer zumindest abgehakt, aber es gibt neue Verletzungssorgen um Alphonso Davies. Wie sieht es da aus? Kannst du uns ein Update geben? Genau, die Vermutung von gestern, da hatte Nagelsmann ja schon gesagt, wahrscheinlich ein Faserriss hat sich jetzt heute bestätigt. Es ist ein Muskelfaserriss. Er fällt die nächsten beiden Bayern-Spiele jetzt auf jeden Fall aus. Und es wird dann wahrscheinlich schon ein bisschen knapp Richtung WM. Bayern sagt, kein Problem für die WM, aber natürlich musst du erstmal wieder ins Training kommen, muss erstmal reinkommen. So ein Faserriss kann 2, 3 Wochen dauern. Ja. Das erste Kanada-Spiel ist in 2,5 Wochen. Also es wird schon eine knappe Kiste, muss man sagen. Und ich glaube, ganz Kanada drückt da jetzt die Daumen, dass das klappt, weil der ist der wichtigste Spieler für die. Und die sind ja auch nicht so oft dabei bei der WM. Von daher wird da sicherlich sehr viele Daumen gedrückt werden jetzt. Ja, drücken wir mit die Daumen und schnelle Genesung da an Alphonso Davies. Wie gesagt, die Zeit eilt auf jeden Fall bis zur WM. Es ist nicht mehr lange. Bei wem es aktuell läuft, ist nicht nur bei Bayern generell, sondern auch bei Choupo-Moting. Erik-Maxim Choupo-Moting, 7 Pflichtspieltreffer in Folge. Das gelang vor ihm nicht allzu vielen. Er steht damit in einer Reihe mit Müller und Robert Lewandowski. Dieser Erik-Maxim Choupo-Moting ist auf einmal ein Schlüsselspieler beim FC Bayern. Der 33-Jährige so wichtig wie noch nie für den Rekordmeister. Der kann richtig gut Fußball spielen, das wissen wir. Und wir sind froh, dass wir ihn haben als zentrale Neun. Etwas, das sich wie ein Ritterschlag anfühlen muss für Choupo-Moting. Jetzt der gefragte Torjäger der Bayern zu sein, der Nachfolger eines gewissen Robert Lewandowskis. Der macht in Barcelona genau dort weiter, wo er nach vielen Jahren in München aufgehört hat, Tore in aller Regelmäßigkeit zu schießen. Jetzt allerdings bei einem anderen FCB. Nach Lewandowskis Abgang im Sommer stellt sich in München die Frage, woher sollen auf einmal die ganzen fehlenden Lewandowski-Tore kommen? Es gibt ja verschiedene Modelle, die man unter Umständen fahren kann. Wir haben auch Choupo, der dann irgendwann jetzt wieder zurückkommt. Das wird schon noch ein bisschen dauern mit seiner Leisten-Hüft-Problematik. Aber ja, der wird irgendwann zurückkommen. Es hat auch schon ja, in dem Jahr, wo Bayern die Champions League dann gewonnen hat, viele Spiele gemacht, wo Levi verletzt war. Sprich, auch er ist ein sehr, sehr guter Stürmer. Was dem Trainer offenbar schon immer bewusst ist, stellt Erik-Maxim Choupo-Moting jetzt topfit. Seit einigen Wochen eindrucksvoll unter Beweis. Ja, bei Choupo natürlich hat immer ein bisschen was mit Flow zu tun, wenn du Selbstvertrauen hast. Aber er hat natürlich auch eine außergewöhnlich gute Qualität. Er hat einen sehr cleveren Abschluss. Wenn man seine Tore alle sieht, es gibt fast nie ein Tor, wo er einfach nur blind drauf nagelt, sondern hat immer eine Idee bei seinem Abschluss und dann kommt am Ende auch viel Gutes raus. Jetzt ist er voll da und wir versuchen natürlich, ihn weiter da zu unterstützen, dass er die Leistung bringen kann, die er aktuell bringt. Erik-Maxim Choupo-Moting wechselt im Oktober 2020 von Paris Saint-Germain zum FC Bayern. Bei PSG ist er vornehmlich Ergänzungsspieler, zaubert aber trotzdem das ein oder andere Mal. Die Profikarriere beginnt für ihn 2007 in seiner Geburtsstadt Hamburg. Er feiert beim HSV sein Bundesliga-Debüt. Über den ersten FC Nürnberg geht es zurück nach Hamburg.
Vom HSV verschlägt es ihn nach Mainz. Bei den 05ern gelingt der Bundesliga-Durchbruch. Choupo-Moting wird zum Torjäger. Sein nächster Halt ist Schalke 04. 2017 entscheidet er sich für einen Wechsel ins Ausland. Er landet bei Stoke City in der Premier League. Doch am Ende der Saison 2017-18 steigen die Potters ab. Und Choupo-Moting geht eben zu PSG, wo er auch mal im Weg steht. Mit Paris erreicht er 2020 das Finale der Champions League, verliert dies jedoch gegen den FC Bayern. Sein Wechsel nach München wird anfangs belächelt, denn dort ist damals ja noch dieser Robert Lewandowski am Werk. Choupo-Moting allerdings stellt sich der Herausforderung und erntet jetzt in seiner dritten Bayern-Saison den Lohn. Mich freut das sehr, weil das ein Spieler ist, der mit seinem Charakter sehr gut passt in unsere Mannschaft. Er ist ein riesen Kerl, also er ist ein super Typ. Wir freuen uns natürlich, dass er jetzt so in Form ist. Und so empfiehlt sich Choupo-Moting immer mehr und mehr für ein weiteres Kapitel beim Rekordmeister. Am Saisonende läuft sein Vertrag aus, doch in seiner momentanen Verfassung ist er beim FC Bayern nicht mehr wegzudenken. Also ungewollt entwickelt sich das Choupo-Moting tatsächlich zu einem adäquaten Lewandowski-Ersatz, der für den FC Bayern unverzichtbar scheint. Diese Frage jedenfalls konnten wir Julian Nagelsmann stellen. Ist er unverzichtbar in dieser Form für den FC Bayern? Ja oder nein? Ist er in dieser Form unverzichtbar für die Startelf? Ja, wenn er gesund bleibt, dann ist er das definitiv, weil er viele Tore schießt, weil er wichtig ist für unseren Ballbesitz. Auch heute hat er zwei Tore gemacht, die man jetzt nicht immer macht. Er muss am richtigen Ort stehen, wenn der Ball runterfällt. Das ist ein Stürmer gehen, das hat er heute bewiesen. Also Heiko, tatsächlich ist jetzt das eingetreten, was keiner vermutet hatte. Robert Lewandowski wurde adäquat ersetzt, stand jetzt, oder? Ja, muss man sagen. Also es gab ja diese Phase, wo wir alle diskutiert haben, braucht Bayern doch noch einen neuen Neuner. Harry Kane war ständig in der Diskussion und jetzt ist plötzlich Choupo da und läuft einfach für ihn, muss man sagen. Hat diesen Flow, wie Julian Nagelsmann ja gerade gesagt hat, und dann gehen halt einfach auch Bälle rein, die sonst wahrscheinlich nie reingehen. Gestern trifft er mit dem Standbein, mit dem Schienbein, weiß er glaube ich selber noch nicht genau, wie er den eigentlich reingemacht hat, aber hat einen Lauf, trifft und Bayern ist glücklich. Wirklich eine gute Situation für alle. Also vom Gefühl her, kann er Robert Lewandowski ersetzen? Wir wollen jetzt mal auf die Zahlen blicken, was die sprechen im Vergleich zwischen Choupo-Moting und Robert Lewandowski. Zumindest national heißt Bundesliga und DFB-Pokal und bei Robert Lewandowski La Liga und im spanischen Pokal. Was sagen die Zahlen in der aktuellen Saison über diese zwei Stürmer aus? Wir haben den Vergleich zwischen Erik-Maxim Choupo-Moting und Robert Lewandowski und sehen, gut, wir gehen ganz kurz das Alter durch, klar, 33, 34, also die befinden sich ungefähr am gleichen Punkt in ihrer Karriere. Der Marktwertvergleich zeigt ganz klar, dass Choupo mit Robert Lewandowski nicht mithalten kann. 45 Millionen ist der Pole wert. Die nationalen Tore, die liegen bei Choupo-Moting bei 7 und Lewandowski bei 13. Damit wäre er vor Choupo-Moting. Allerdings, wenn man das im Verhältnis zu den Einsatzminuten betrachtet, dann sieht man, Choupo braucht 70 Minuten pro Tor und Robert Lewandowski braucht 12 Minuten mehr, nämlich 82 Minuten pro Tor. Also könnte man ja sagen, Choupo ist sogar aktuell besser als Robert Lewandowski. Ja, also diese Minuten pro Tor sind natürlich eine wichtige Statistik, trifft alle 70 Minuten, das ist wirklich Wahnsinn, hat einfach einen Lauf. Man muss natürlich auch sagen, Bayern schießt sehr, sehr viele Tore generell, hat jetzt schon, glaube ich, über 40 Ligatore. Das macht es natürlich für einen Stürmer auch einfacher. Es kommen immer Bälle in den Strafraum, aber du musst halt eben da sein, du musst die Bälle erstmal reinmachen und das macht er im Moment. Und ich glaube, das wird ihn insgeheim auch ein bisschen freuen, dass er sagen kann, bessere Statistik als Robert Lewandowski, das ist schon aller Ehren wert, muss man sagen. Ja. Eine bessere Ausgangslage für den Vertragspoker gibt es eigentlich nicht. Sein Vertrag läuft ja diesen Sommer aus und angeblich soll Manchester United an ihm dran sein. Hat Choupo überhaupt Interesse, den FC Bayern zu verlassen?
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also Julian Nagelsmann hat das auf der PK vorm Spiel auch nochmal gesagt. Er fühlt sich sehr wohl und das merkt man auch. Er ist wirklich in der Mannschaft total integriert und ja, ist so ein bisschen auch der gute Launebär in der Mannschaft. Versteht sich mit vielen gut. Also ich glaube, wenn es nach ihm geht, würde er sehr gerne bleiben. Aber klar, so ein Lauf, den er jetzt hat, der fällt natürlich auch auf im Ausland. Die wissen, dass der ablösefrei ist nach der Saison. Also von daher guckt man natürlich mal genau hin. So ein richtiger Neuner wird überall gesucht. Gibt es nicht so viele in Europa. Von daher wird das sicherlich dann auch ein Poker mit Bayern. Und er hat jetzt momentan gute Karten in dem Poker, muss man ganz klar sagen. Definitiv. Heißt, muss der FC Bayern ein paar Millionen für ihn locker machen? Ja, er ist ja tatsächlich im Moment eher in der Kategorie Geringverdiener bei Bayern. Also von daher hat er, wie gesagt, gute Karten und kann da sicherlich vielleicht ein bisschen mehr rausholen. Er ist allerdings auch schon 33, also von daher nicht mehr der Jüngste. Von daher wird er sicherlich froh sein, wenn er dann nochmal einen guten Vertrag kriegt. Aber den kann er jetzt auf jeden Fall gut verhandeln, definitiv. Würde er sich denn nochmal auf eine Reservistenrolle überhaupt bei irgendeinem Verein einlassen? Oder ist er jetzt an dem Punkt, wo er Blut geleckt hat und weiß, ich kann das und ich will auch immer von Beginn an spielen? Nein, ich glaube, so ist er nicht. Er weiß eben auch, dass er bei Bayern, dass da viele Topstars sind, auch in der Offensive, große Flexibilität. Ich glaube nicht, dass er jetzt jemand ist, der sagt, ich muss immer spielen. Klar möchte er gerne jetzt diesen Lauf weitermachen, in der Startelf stehen, aber wenn er dann mal auf der Bank sitzt, er kennt das ja, er war bei PSG, da war die Rolle ähnlich. Also ich glaube, das ist jetzt kein größeres Problem. Leroy Sané jedenfalls hat ihn gewürdigt und ihn mit einem der größten Stürmer aller Zeiten verglichen, nämlich dem alten Ronaldo, dem Brasilianer, der Nummer 9, der legendären. Und da sehen wir den Mix aus Choupo-Moting und Ronaldo, das hat Leroy Sané gepostet. Ich glaube, eine größere Hommage kann man als Stürmer fast nicht bekommen. Ja, absolut, absolut. Also das ist, aber er trifft halt im Moment auch wirklich wie ein Superstar und diese Ronaldo-Frisur steht ihm durchaus, muss man sagen. Gott sei Dank hat er nur die Frisur von Ronaldo bekommen und nicht die Plauze, die der aktuell hat. Ja, das kommt dann vielleicht irgendwann, aber das wünschen wir ihm natürlich nicht. In seiner aktuellen Verfassung nicht von Vorteil. So, Oliver Kahn, der war ja am Freitag in Berlin zu Gast auf einer ganz besonderen Veranstaltung und hat da einen ganz besonderen Preis verliehen bekommen, nämlich für seine wirtschaftlichen Unternehmungen abseits des Platzes. Und dort konnten wir im Anschluss mit ihm sprechen. Der Innovator des Jahres 2022. Eine spezielle Auszeichnung für Bayerns Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn. Die meisten Titel waren jetzt sehr, sehr sportlich, während meiner aktiven Zeit auch. Ja, das ist schon was, das ist schon natürlich was Besonderes. Aber ich glaube, für ja, auch während der Zeit als aktiver Sportler oder auch in der Zeit danach, ist es schon eine Eigenschaft, die man braucht, einerseits mit Veränderungen, also mit Innovation umgehen zu können. Also sich eben auch immer wieder verändern zu können, sich weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite auch selbst innovativ zu bleiben im Sinne von, naja, wie kann ich vielleicht noch ein Stück besser werden? Aber das gilt ja nicht nur jetzt für den aktiven Sportler, sondern das gilt auch dann für die Zeit danach. Und es ist ein Thema, mit dem ich mich sehr, sehr viel beschäftige. Dementsprechend ja, war das schon heute was Besonderes, diesen Preis zu bekommen. Denn ich habe ja davon gesprochen, dass jüngere Generationen heute ganz andere Ansprüche haben an den Fußball, dass sie sich Fußball ganz anders anschauen. Das bedeutet natürlich auch für die Vereine, sich ständig zu fragen, auch, wie sieht denn auch das Stadionerlebnis der Zukunft aus? Und das ist der Kern von allem beim FC Bayern sind immer unsere vielen Fans, sie zu begeistern. Das steht ja immer im Zentrum. Wir sehen 2024, 2025 neues Champions League-Format. Wir alle sehen, wie Technologie Einzug hält, auch natürlich in den sportlichen Bereich. Künstliche Intelligenz, Blockchain, Metaverse, all das sind Themen, die das Potenzial haben, auch im Fußball zu wirken. Und unsere Aufgabe, die ja verantwortlich sind im Fußball, ist, uns mit diesen Themen zu beschäftigen. Und dann eben zu schauen, was könnte tatsächlich wichtig sein in Zukunft. Wie innovativ muss denn der FC Bayern unter Ihrer Führung sein, um auch in Zukunft in Europas Spitze mithalten zu können, gerade wenn ich an die finanzstarken Clubs aus dem Ausland denke? Ich glaube, der FC Bayern hat es in der Vergangenheit, ist er nicht umsonst, auch in der jetzt abgelaufenen Dekade, unglaublich erfolgreich gewesen, weil er dieses Thema Innovation immer sehr wichtig oder sehr ernst genommen hat. Ich kann mich nur noch, wir alle erinnern uns an Uli Hoeneß, der damals das Wort Merchandising in Umlauf gebracht hat und keiner wusste, was das genau sein soll, ob das irgendwie ein
Außerirdischer sein soll oder was auch immer. Ich kann mich noch gut erinnern. Aber das zeigt, dass der Anspruch auch dieses Clubs ist, auf dem Platz der Beste sein zu wollen, aber natürlich auch in allen anderen Bereichen immer irgendwo auch Vorreiter zu sein und Vorreiter zu bleiben. Und ich glaube, das ist das, was ja auch mich und natürlich auch die vielen, vielen Mitarbeiter des FC Bayern ja immer wieder antreibt. Wir haben jetzt viel über Leistungen und Entwicklungen heute gesprochen an diesem Abend. Die Bundesliga-Clubs zeichnen sich auch gerade aus. In der Champions League 4 Teams, im Achtelfinale aus Spanien beispielsweise nur ein Verein mit Real Madrid. Würden Sie denn sagen, auch beim Thema Innovation, Kompetenz schlägt am Ende Geld? Ja, ich wäre vorsichtig. Das sind ja immer, sage ich mal, so kurzfristige Phänomene, dass jetzt eben auch drei spanische Vereine nicht mehr dabei sind. Ich wäre da immer vorsichtig, daraus jetzt wirklich Schlüsse abzuleiten. Ich glaube, was man tun kann, ist, dass wir als Fußball-Bundesliga, als Gesamtheit einfach, zufrieden sollten wir nicht sein. Das ist immer gefährlich im Fußball. Aber ich denke, es ist schon ein gutes Ergebnis, dass in der Champions League immer noch 4 Clubs dabei sind. Und Leverkusen ist in der Euroleague dabei. Auch andere Clubs sind in der Euroleague dabei. Also ich glaube, was das anbelangt, ist das bisher eine sehr, sehr erfolgreiche und auch diese Erfolge sind auch enorm wichtig für die Bundesliga und darüber können wir uns freuen. Der Videobeweis war ja, würde ich mal sagen, in Sachen Innovation somit das Größte in den letzten Jahren, was den Fußball angeht. Jetzt gab es die letzten Wochenenden, die letzten Monate immer wieder große Diskussionen, viel Ärger, immer wieder großes Thema, die Schiedsrichterentscheidungen. War das eine Innovation, wo Sie sagen würden, die war nicht erfolgreich und kann weg? Nee, weil das wäre mir immer noch zu früh. Was richtig ist, die letzten Entscheidungen, die über den VAR oder einige Entscheidungen, ja nicht alle, sondern einige Entscheidungen, die über den VAR getroffen worden sind, die waren in der Tat nicht gut. Die waren auch teilweise falsch. Und darüber muss man sich jetzt Gedanken machen. Die Verantwortlichen müssen sich zusammensetzen. Und übrigens, das ist auch Wesen der Innovation. Da geht es schon auch mal schief. Und dann muss man es eben wieder ein Stückchen weiterentwickeln. Ich glaube, was die Fairness im Fußball anbelangt. Ich glaube, wenn man da einen Strich drunter zieht, hat das den Fußball schon ein Stück weitergebracht. Aber was wir jetzt sehen, muss man verbessern. Okay, herzlichen Dank. Besten Dank. Oliver Kahn, der den deutschen Fußball auch lobt, blicken wir auf den FC Bayern im Speziellen. Die haben alle Gruppenspiele in der Champions League gewonnen. Sie sind damit die einzige Mannschaft. Wie wichtig war das tatsächlich den Bayern? War ihnen das eventuell noch wichtiger als die Hinserie, als Bundesliga-Tabellenführer abzuschließen? Im Endeffekt hätten sie es wahrscheinlich auch genommen, wenn sie mal ein Unentschieden dabei hätten. Aber das ist natürlich einfach ein Statement auch an den Rest von Europa, dass mit Bayern dieses Jahr definitiv zu rechnen ist in der Champions League. Und vor allem muss man sagen, Bayern hat oft leichte Gruppen gehabt in der Champions League, aber dieses Jahr eben nicht. Barcelona, Inter Mailand, das ist keine Laufkundschaft, sondern das sind wirkliche Kracher. Und dass man da trotzdem alle Spiele gewinnt, das ist natürlich totaler Wahnsinn. Und ich glaube, dass diese Botschaft auch angekommen ist in Europa. Mit den Bayern muss man ganz klar rechnen. Die sind einer der heißesten Favoriten dieses Jahr. Heißt, egal wer im Achtelfinale dann kommt, auch wenn es Jürgen Klopp und Liverpool sind, die werden dann weggefickt. Ja, man muss natürlich eines sagen, es kommt jetzt erstmal die WM, dann kommt wieder Vorbereitung. Also das heißt, das sagen ja auch alle Beteiligten, im neuen Jahr werden die Karten komplett neu gemischt, weil man weiß nicht, wer dann überhaupt verletzt ist, wer dabei ist, wer in Topform ist. Also da kann sich dann wieder einiges ändern. Da kann auch möglicherweise Liverpool plötzlich wieder in Topform sein, was sie im Moment nicht sind. Und Bayern kann vielleicht auch mal wieder eine Krise bekommen. Also da werden wirklich, auch wenn es eine Floskel ist, die Karten neu gemischt. Und es wird spannend, definitiv. Oliver Kahn, der wurde ja jetzt ausgezeichnet mit einem Innovator des Jahrespreises für seine wirtschaftlichen Unternehmungen auch außerhalb des Platzes. Wie findest du, hat er sich im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren auch als Bayern-Vorstandsboss verändert? Er hat sich jetzt in dieser Saison wirklich sehr verändert. In der letzten Saison hatten wir ja oft so ein bisschen das Gefühl, er zieht sich zu weit zurück. Er ist nicht so wirklich präsent als Boss. Es gab ja da so einige Themen, Corona und so weiter, Krisen. Ist da ein bisschen weggetaucht, auch die JV, die ja wirklich nicht gut lief damals, auch aus seiner Sicht. Diese Saison ist er wirklich sehr präsent, auch als Boss und zeigt sich Führungsstärke. Also das ist definitiv so, dass er sich da verändert hat und, glaube ich, auch für sich gemerkt hat, er muss als Bayern-Boss eben mehr Gesicht zeigen, präsenter sein. Und das macht er. Macht gilt er gut. Ja für die gesamte Führungsriege, in Anführungszeichen, bei Bayern. Auch Hasan Salihamidžić hat sich ja diese Saison weit nach vorne katapultiert. Abschließend, Heiko, deine Prognose. Wer wird am Ende dieser Hinserie, eine Woche ist es ja noch bis zur Wüsten-WM-Pause, an der Tabellenspitze stehen? Union oder die Bayern?
Ja, es können eigentlich nur die Bayern sein. Ich gehe davon aus, dass Union irgendwann nochmal stolpern wird. Es ist wirklich beeindruckend, was die spielen diese Saison und wie sehr sie das durchhalten, da oben zu stehen. Aber irgendwann kommt dann doch, glaube ich, die Flatter. Und gerade wenn dann der Druck von hinten kommt von Bayern, wie jetzt wieder, glaube ich, Bayern wird oben sein. Heiko Niederer bei uns im Studio. Heute Union gegen Leverkusen. Dann wissen wir, ob die Bayern weiterhin an der Tabellenspitze stehen oder nicht. Und hier sage ich danke fürs Zusehen und weiterhin schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal.